PCT, The Patent Cooperation Treaty, der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, kurz Patentzusammenarbeitsvertrag. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner in der Kanzlei Freischem und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was der PCT ist und was man mit diesem Vertrag alles anstellen kann. Mit dem PCT, dem Patentzusammenarbeitsvertrag, können Sie mit einer einzigen Anmeldung, Patentanmeldung, in über 150 Ländern wirksam eine Patentanmeldung hinterlegen. Es sind fast alle bekannten, wichtigen Industrieländer Mitglied des Patent Cooperation Treaty. Wichtige Ausnahmen im Moment sind Taiwan und Argentinien. Die PCT-Anmeldung führt nicht zu einem erteilten Patent, sondern die PCT-Anmeldung muss innerhalb von normalerweise 30 Monaten ab dem Prioritätstag oder dem Anmeldetag, je nachdem, was früher liegt, in die sogenannte nationale oder regionale Phase eintreten. Dazu später mehr. Sie wissen sicherlich, dass Sie ab der ersten Patentanmeldung, die Sie gemacht haben, zum Beispiel eine deutsche Patentanmeldung oder europäische Patentanmeldung, 12 Monate Prioritätsfrist haben, um sich zu überlegen, auch in anderen Ländern eine Patentanmeldung einzureichen. Und die PCT-Anmeldung, falls Sie eben zu dem Zeitpunkt 12 Monate noch nicht wissen, in welchen Ländern Sie Schutz haben wollen, dient eben die PCT-Anmeldung dazu, im Prinzip einfach diese Prioritätsfrist für die Länder aus dem PCT zu verlängern auf insgesamt 30 Monate. Es gibt also insgesamt 4 wichtige Vorteile der PCT-Anmeldung. Sie können die Entscheidung, in welchen Ländern Sie Patentschutz anstreben, noch einmal um 18 Monate auf insgesamt 30 Monate verlängern. Zweiter Vorteil, Sie können die Kosten im nationalen oder regionalen Erteilungsverfahren noch einmal maximal nach hinten verschieben. Drittens, Sie können die Übersetzung, die oft relativ teuer ist, auch eben noch einmal maximal zeitlich nach hinten verschieben. Viertens, es ist eben sehr einfach, unter Einhaltung aller Formvorschriften mit einer Anmeldung eine wirksame Patentanmeldung in über 150 Ländern zu hinterlegen. Nachteil ist natürlich, die PCT-Anmeldung kostet Geld und Sie verlieren Zeit. Schauen wir uns mal die Details an. Im Jahr 1970 wurde eine Konferenz in Washington abgehalten, wo am Ende dieser Konferenz 18 Länder diesen Vertrag unterschrieben haben, der dann 1978 in diesen 18 Ländern in Kraft getreten ist. Sie können die PCT-Anmeldung in einer sogenannten Receiving Office einreichen. Die Receiving Office ist in der Regel das Patentamt in dem Land, in dem wenigstens einer der Anmelder seinen Sitz hat. Oder man kann standardmäßig eine PCT-Anmeldung auch immer bei der WIPO in der Schweiz einreichen. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass einer der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem der Länder aus dem PCT haben muss. Ein deutscher Anmelder kann also die PCT-Anmeldung entweder beim deutschen Patent- und Markenamt, beim europäischen Patentamt oder bei der WIPO in Genf einreichen. Dann wird anschließend eine Recherche durch die International Searching Authority, die ISA, durchgeführt. Die ISA bestimmt sich in der Regel nach der Receiving Office, kann aber in einigen Fällen auch vom Anmelder ausgewählt werden. In der Regel erhalten die Anmelder dann eine Recherche mit einer vorläufigen Meinung der ISA, entweder innerhalb von 9 Monaten, wenn es sich um die Erstanmeldung handelt, oder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätstag, wenn es sich um die zweite weitere Anmeldung handelt. Wie bei den meisten anderen Patentanmeldungen wird dann eine PCT-Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätszeitpunkt in einer der 10 Amtssprachen veröffentlicht. Nach Vorliegen der Recherche kann eine vorläufige Prüfung beantragt werden. Aus meiner persönlichen Sicht hat diese vorläufige Prüfung allerdings nur einen begrenzten Wert. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Prüfer, die mit dieser vorläufigen Prüfung beauftragt sind, in der Regel die Meinung aus der vorläufigen Recherche einfach kopieren, fast wörtlich übernehmen und vielleicht 1 oder 2 Sätze zufügen. Außerdem sind die Ergebnisse dieser vorläufigen Prüfung in den allermeisten Ländern nicht verbindlich
und die nationalen Prüfer oder eben die Prüfer bei den regionalen Ämtern prüfen ohnehin erneut. Dann nach 30 Monaten muss man in die nationale bzw. regionale Phase eintreten. Man muss also den nationalen Ämtern mitteilen, dass man das Patenterteilungsverfahren in dem jeweiligen Land einleitet auf Basis dieser PCT-Anmeldung. In wenigen Ländern oder Regionen, wie zum Beispiel beim Europäischen Patentamt, läuft diese Frist erst nach 31 Monaten ab. Das PCT-System wird immer beliebter. Insgesamt werden jährlich weit über 200.000 Anmeldungen, Tendenz steigend, eingereicht. Falls Sie weitere Informationen brauchen, habe ich noch einige Links unter diesem Video verlinkt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was der PCT, der Patentzusammenarbeitsvertrag, ist. Falls Sie neu in meinem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.